So, es geht weiter hier. Ich bin gerade ein bisschen am Wegebau. Huch, jetzt war es natürlich hier ausgegangen, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich gar nicht die Worte gefunden, habe das gemerkt. So, jetzt haben wir erstmal das. Ja. Wie würde denn das aussehen, wenn das jetzt so hier wäre? Bisschen eigenartig, oder? Naja, wisst ihr was? Wir machen es einfach mal so. Ich mache das jetzt nochmal weg. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie es aussieht. Oder? Nee, wisst ihr was? Wir können es eigentlich so lassen. Wir können das wirklich eigentlich so lassen, weil da ist das alles mal so ein bisschen abgegrenzt hier. Vielleicht kann man hier und da noch ein bisschen was umbauen. Müssen wir mal sehen. Es muss sowieso irgendwann nochmal angepasst werden. Vor allem hier, weil das will ich noch woanders hin haben hier, was jetzt die Kakaobohnen angeht. Das soll ja auch noch alles woanders hin. Und bei den Kakteen weiß ich das noch nicht. So, mache ich mal hier weiter. Huch. Wie würde denn das jetzt aussehen hier? So weit, so gut, würde ich mal sagen. Wie gesagt, es ist ja alles noch nicht fertig hier. Es ist ja alles wirklich noch im Bau. Es muss alles noch angepasst werden. Aber man könnte meinen, so als kleiner Hauptweg, dass das soweit ganz gut wäre. Man könnte es dann noch so hier noch mitmachen, damit man sieht, wo der Weg hier lang geht. Gut, das sieht zwar ein bisschen unangepasst aus jetzt, wird aber dennoch seinen Zweck erfüllen. Na gut, jetzt haben wir bloß den einen hier. Ist eigentlich auch nicht so schön gerade. Ah, man könnte das dann hier noch ein bisschen mit fortführen. So hier. Na gut, es geht schon, das passt schon, das kann man schon so machen. Das kann man eigentlich schon so machen. Da könnte man nämlich hier auch noch mit weiterführen, dann irgendwann mal. Müssen wir mal sehen in ferner Zukunft. Müssen wir mal sehen. Müssen wir mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Berg dort hinten wollte ich eigentlich auch mal abtragen. Bin bislang auch nicht mehr dazu gekommen. Und soweit passt das alles jetzt. Das Feld haben wir hier. Das Einzige, was mich noch stört, ist, dass wir hier noch keine Schweine haben. Auf unserem Hof hier. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. So, da tue ich das erst einmal in verschieden wieder rein. Boah, bin ich gerade übelst am Aufstoßen hier. Was habe ich jetzt so ein Werkzeug drinne? Nehme ich mir jetzt mal das bisschen Werkzeug hier. Ich habe keine Fackeln mehr. Nehme ich mir noch ein paar Fackeln noch mit und würde sagen, dass ich mich jetzt mal hier runter begebe. Muss ich mal gucken wegen der Höhe jetzt mal schnell. Müssen wir bei Y mal gucken. Huch. Dass wir auf der Diamantenebene sind. So, jetzt sind wir ungefähr auf der Diamantenebene. Ungefähr hier. Hier ist die Diamantenebene. Alles klar. Also ungefähr hier. Und dann schauen wir mal, wo es uns hier hinführt. Gehen wir jetzt mal noch ein bisschen. Oh, der ist ja schon Redstone.
Oh, dann müsste ich mir jetzt noch eine Eisenspitzhacke anfertigen. Ich müsste mir die Diamantspitzhacke nehmen. Jedenfalls weiß ich jetzt, wo die Diamantenhöhe ist hier. Selbst Redstone haben wir ja schon gefunden. Gucke an. Das ging ja richtig, richtig schnell jetzt gerade. So, da würde ich mal sagen, schnappen wir uns mal hier ein paar Stöcke. Naja, es muss jetzt nicht allzu viel sein. Ein bisschen Eisen. Mache ich mir noch ein paar Eisenspitzhacken. Damit ich mir dann das abtragen kann. So, der Rest Stöcke kommt jetzt wieder hier oben rein. Gut, dass ich mir das so aussortiert habe. Und jetzt gehen wir wieder in die Diamantenebene. Dazu ist es ja da hier. Dazu habe ich mir das ja alles gebaut. So ungefähr hier. Und hier haben wir ja schon Redstone, das ist sehr schön. Haben wir das schon mal. Müssen aber mit dem hier wieder weitermachen. So. Setze ich mir erstmal hier so eine kleine provisorische Fackel hin. Mich jetzt mal hier durchbuddeln. So ein bisschen einfach querfeld ein hier. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein bisschen Diamant oder sowas finden. Muss man die ganze Erde hier wegmachen. Hier haben wir schon Kohle. Euch auch blubbern. So, die Eisenschaufel ist schon mal weg. Huch, hier oben ist der Stein. Ach so, hier hinten ist ja noch was. Ach, hier ist was, was ich mal gebaut hatte. Eigentlich auch nicht so schlecht, jetzt hier rauszukommen. Da haben wir hier gleich mal die Lava. Da drüben ist sogar noch Eisen. Ich werde mich aber jetzt mal hier noch ein bisschen festbeißen. Werde ich mir hier noch ein bisschen weiter graben. Hier, na gut. Von dem Kies hier werde ich nichts haben. Ich habe ja das doch hier reingelegt. So. Machen wir denn noch mal eine kleine Schutzwand. So, mal das nochmal schnell alles wegmachen hier. Weil hinter dem Kies kann ja auch nochmal irgendwas sein, man weiß es ja nicht. Und ich habe gehört, dass Diamanten sich auch in der Nähe von Lava befinden. Da bin ich mal gespannt jetzt, ob wir hier irgendwo was finden. So, hier haben wir schon mal Eisen.